meine Leidenschaft für Skifahren ist sicher das Spiel mit der Schwerkraft. Die hangabwärts treibende Kraft, die ich erbringe. Und du musst probieren, gleich die Bogen zu fahren. Es gibt immer wieder einen Tiefpunkt in der Karriere. Aber ich glaube, das ist uns umso schöner. Wenn gar kein Tiefpunkt hängt, könnte ich glaube, die Erfolge gar nicht so schätzen. Mit 18 Monaten hat mich mein Vater zuerst mal auf die Ski gestellt, in der Moselbrücke in Birchen. Und von daher hat sich nachher alles eigentlich so ergeben. Also ich habe als Kind relativ viel Sport, verschiedene Sportarten gemacht. Ich habe Tennis gespielt, Fußball gespielt, Hockey gespielt. Dann habe ich eins nach dem anderen lassen. Ich habe mich eigentlich für die Skifahren entschieden, weil ja, im Winter ist man gleich in der Natur. Mit 12 habe ich den kompletten Weg Skifahren gewählt. Aber ja, das Ziel, dass ich mal Profi-Skirennfahrer werde. Und klar hat man das cool gefunden. Und ja, es war ein kleines Ziel, da mal so weit wie möglich zu kommen. Aber es war nicht so konkret. Ich habe das Privileg, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Darum sage ich immer, ich habe das ganze Jahr Ferien. Es gibt nicht nur immer lustige Sachen. Aber im Kraftraum muss man ja, schwitzen und leiden. Früh aufstehen, abends ist mal auf bis zu minus 20 Grad, es ist kalt, es ist windig. Ich konnte mir nicht mehr ein Leben ohne Skirennen vorstellen. Also ich bin wunschlos glücklich. Das ist wirklich das, was mich erfüllt. Ich habe meine Träumeberuf gefunden. Ja, wie es dazu kam, ist, dass ich hinter da stehe, wenn ich hinter da stehe, ist sicher mit viel Engagement und Fleiß verbunden. Die allerwenigsten glaubt in Junioren-Zeiten, dass ich werde schaffen im Slalom und mal voll erfolgreich sein. Darum das habe ich schon hinter meinem Rücken, die kritische Stimme habe ich schon hinter meinem Rücken zu spüren gekriegt. Aber das war mir eigentlich gleich gewesen. Ich glaube, das war eigentlich auch fast ein Ansporn gewesen. Ja, Hellseher ein bisschen den Müllstopf und dann das Gegenteil zu beweisen. Ich glaube, es ist eher positiv gewesen, es war eher ein Motivationsschub noch gewesen. Das Wichtigste ist glaube ich, immer, dass man wieder aufsteht und weitermacht und weiterkämpft und weiter konzentriert arbeitet und dann kommt der Erfolg. Zellenhäusern mit einem soliden kontrollierten Das hat heute funktioniert und jetzt Ramon Zellenhäuser. Ja, das ist Kontakt. Ramon Zellenhäuser attackiert die österreichische Spitze und er übernimmt die Führung in diesem zweiten Durchgang. Zellenhäuser. Ball ist da im Überblick. Ja, das müssen wir. Den nehmen wir mit. Mein bester Moment in meiner Karriere war glaube ich, schon die Silbermedaille an Olympia in Pyeongchang. Das war glaube ich, schon der schönste Moment. Ich erinnere mich noch gut an die Siegeszeremonie am Abend. Hat sie so unten im Dorf hat sie so geschnien und fleuchen. Das habe ich in Erinnerung wie ein Wintermärchen. Am allerliebsten in meinem Sport habe ich glaube, die Vielseitigkeit auch im Trainingsalltag. Aber Skifahren ist ja so ein komplexer Sportart zwischen Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht, Koordination. Mich faszinieren extrem Sportarten, wo ich mich fortbewegen kann anhand von der Kraft von der Natur. Wir können verschiedene Sachen machen, darum in der Freizeit verbinden sich auch viel mit Wassersport. Kitesurfen, Windsurfen, Katamaran auf dem Wasser. Bewege ich mich anhand vom Wind. Kann ich über das Wasser schweben oder gleiten. Das finde ich auch eine super Sache, die das Gleichgewicht, die Koordination schult und Spass macht. Mit Stress gehe ich um, indem ich jeden Morgen sicher meine Yoga-Session mache und mir einfach auch genug Zeit gebe, dass ich Zeit für mich habe. Ich bleibe motiviert und glücklich. Indem ich eigentlich auch Kleinigkeiten probiere zu schätzen. Also,
am Morgen, wenn man auf so einen Gletscher geht, den Sonnenaufgang darf er erleben, um 6:30 auf dem Mittelalterlein. Ich glaube, ich probiere die kleinen Sachen oder kleine Sachen einfach die Umgebung geworden. Und das gibt mir schon Zufriedenheit und Motivation. Ich habe Wirtschaft studiert an der Fernuni Schweiz, weil ich schon im Sport, in der Sportschule zu Brigen Wirtschaft Gymnasium gemacht habe. Und nachher weiss ich eigentlich bis heute noch nicht genau, was ich genau später in meiner Karriere will machen. Ja, mein Studium und meine Karriere, um nach Hause zu bekommen, habe ich geschafft, dank der Fernuni Schweiz. Ohne die Flexibilität von der Fernuni Schweiz wäre das, glaube ich, unmöglich gewesen.